Manuel Neuer, seine Zukunft steht weiter in den Sternen. Zwar tagte am Montagabend auf Schalke der Aufsichtsrat, doch ein Ergebnis im Neuer-Poker, Fehlanzeige. Es gibt nichts Neues im Grunde, außer dass es heute eine turnungsmäßige Aufsichtsratssitzung gegeben hat, wo wir das Angebot vom FC Bayern vorgestellt haben. Da wurde darüber gesprochen, aber es ist noch keine Entscheidung gefallen. Der FC Bayern und Manuel Neuer also weiter in der Warteschleife. Für alle Beteiligten keine einfache Situation. Da bin ich jetzt veranlagt, dass ich sage, da nehme ich mich dann oder den Verein vor allen Dingen. Wir müssen das Beste für den Verein machen und das hat Priorität für mich. Von daher bleibt das in unserer Entscheidung. Denn intern hofft man bei den Königsblauen noch auf einen Verbleib des Nationaltorhüters, auch wenn man sich der hohen sportlichen Attraktivität des Rekordmeisters für Neuer bewusst ist. Der FC Bayern will ihn haben. Ja, das ist doch klar, dass er sich damit beschäftigt. Aber ich finde, dass Manuel nie sich dahingehend so positioniert hat, dass er gesagt hat, er will unbedingt mit allen Umständen den Verein verlassen. Ich glaube, Manuel hat auch schon mehrere Angebote bekommen von Schalke 04. Und also es ist immer alles möglich im Fußball. Eine Erkenntnis, die Held in seiner Zeit als Manager beim VfB Stuttgart gewonnen hat. Mit Mario Gomez in dem Fall, auch da war der Wunsch des FC Bayern, den Spieler vorzeitig zu bekommen. In dem Fall war es halt auch so, dass Mario sich das auch hätte sehr gut vorstellen können, aber wir haben von Vereinsseite entschieden, dass es für uns keinen Sinn macht und haben halt das ausgeschlagen. Und es war dann sicherlich eine Phase, wo es nicht einfach gewesen ist, aber Mario hat es dann auch irgendwann akzeptiert und hat eine erstklassige Saison gespielt. Und wechselte ein Jahr später für 35 Millionen Euro zum FC Bayern. Im Fall Neuer sind die Karten aber anders gereiht. Nur jetzt kann der Nationaltorwart den Königsblauen noch Geld in die Kasse spülen. Ein Grund für Held, den Markt nach einem Nachfolger zu sondieren. Es gibt viele gute Torhüter ich denke, wenn wir uns dazu entscheiden, das Angebot anzunehmen und den Wechsel zu 11 vollziehen, werden wir auch einen guten Torhüter in der nächsten Saison im Tor haben. Die Fans des FC Schalke müssen sich also keine Sorgen machen. Auch in der kommenden Saison hütet ein Top-Torwart den Kasten. Wer das sein wird, steht aber noch in den Sternen. Bundesliga aktuell. Vom Montag bis Freitag immer 18:30 Uhr auf Sport 1.